Willkommen zu einem kleinen Paint with me. ja, ich war heute Morgen schon ein bisschen fleißig, habe ein bisschen meinen Haushalt gemacht und ein bisschen was vorgekocht, weil wir später natürlich wieder in den Garten gehen. Es ist jetzt später Vormittag an Sonntag. Und es ist wunderschönes Wetter. Es ist echt der Hammer. Wie ihr seht, ich sitze mal wieder am Josephine Wall Bild. Ich muss das ausnutzen, dass ich momentan wirklich so viel Spaß am Konfetti habe. Das wunderschöne Bild lag ja viele Monate, muss ich jetzt wirklich mal sagen. Viele Monate unten drunter. Ich habe ja hier mehrere Projekte auf meinem Tisch liegen und lege das Aktuelle dann immer oben drauf. Unten drunter immer so eine schnittfeste Arbeitsplatte. Also ich habe ja diese hier, die kennt ihr sicherlich auch. Genau, das ist eine kleinere Größe. Und die größere Größe habe ich von meinem Mann zum Geburtstag bekommen. Die habe ich mir gewünscht. Und die liegt unten drunter. Und da liegt auch noch das Lichtpad, aber das habe ich jetzt ausgemacht, weil ich das jetzt tagsüber nicht brauche. Und ich glaube, das wird eventuell auch, wenn ich jetzt mit euch ein bisschen hier das Video mache, vielleicht auch ein bisschen blenden. Ja, und dann muss ich das tatsächlich ausnutzen, dieses Glücksgefühl beim Konfetti. Das letzte Mal, als ich Konfetti gemacht habe, da war das wirklich, ja, da war es mir doch sehr lästig, muss ich sagen. Ich konnte nicht entspannen dabei. Es lag aber wahrscheinlich auch daran, wie ich vorgegangen bin, wie ich gearbeitet habe. Meine Flächen waren erstmal, die ich mir ausgesucht habe, die waren zu klein. Habe ich dann festgestellt. Also ich habe jetzt hier eine offene Fläche, die für mich relativ groß ist. Normalerweise ist das wirklich so, dass ich höchstens die Hälfte nehme. Also momentan arbeite ich an einer Fläche, die ist 27 mal 18. Ja, und normalerweise arbeite ich eher so in meinem berühmten 10x10 Muster. Das können auch 10x10 cm sein. Und dann habe ich aber festgestellt, dass ich dann zu häufig wieder die gleichen Steine rausholen muss. Und dann habe ich auch, das arbeite ich ja teilweise so. Ihr wisst ja, ich liebe es, meine 325 Farben in Symbole zu sortieren. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel hier eine Schublade nur mit Pfeile. Ich habe tatsächlich 325 Medizinbecher. Irre, oder? Und da ist ein Symbol drauf und das P habe ich selber drauf geschrieben für Pfeile. Falls ich dann doch immer mit einzelnen Bechern arbeite, ich das dann wieder in die richtige Schublade stecken kann. Habe dann auch hier meine Schublade beschriftet, damit ich weiß, was drauf ist. Und so habe ich alle Symbole im Prinzip unterteilt. Manchmal ist das so, dass ich mir dann eine komplette Schublade auf den Tisch stelle und dann nur Pfeile mache. So, wenn du natürlich jetzt ein kleines Feld hast, fängst du ja ständig, nachdem du das dann gepaintet hast, das 10x10 Muster, ja alles wieder von vorne an. Und irgendwann habe ich bei den Streams von euch gesehen, oh, die machen alle größere Flächen. Ja, und tatsächlich mache ich jetzt seit einer Woche eine größere Fläche und siehe da, ich habe tatsächlich das Gefühl, ich komme schneller vorwärts.
Oder hat sich irgendwas reingeschlichen? Das ist hier so ein kleines fehlerhaftes Steinchen. Es wusste nicht, ob es eckig oder rund werden will. Das ist es jetzt oval. So. Und dann macht es natürlich viel mehr Spaß. Was ich auch absolut liebe, ist dieses Tool hier. Da habe ich mir auch noch mal welche zugelegt. Ich durfte mir ja noch mal was aussuchen von DIY Digital Art und habe mir unter anderem jetzt tatsächlich noch mal zwei von diesen Tools bestellt. Die werde ich dann so in eine Reihe legen, weil ich die einfach mega praktisch finde. Wirklich. Da ist noch genügend Platz drin, wenn jemand größere, flache Dosen hat. Es passen diese ganz kleinen Schraubgläschen rein. Also sowas jetzt in der Art haben ja auch viele von euch. Die sind zwar höher, aber der Durchmesser ist ja der gleiche. Passt natürlich logischerweise auch rein. Und ich finde es einfach toll. Ich arbeite wahnsinnig gerne so. Und habe natürlich jetzt nebendran auch vereinzelte Becher stehen. Wenn ich jetzt sehe, oh, da ist jetzt ein Pfeil, den habe ich vergessen, dann painte ich auch schon mal direkt aus dem Becher. Aber ich mache das nicht so gerne. Also ich breite sie mir dann tatsächlich lieber aus. Das ist so meine Arbeitsweise. Also ich glaube, das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass man so ein bisschen Struktur in seine Arbeit reinbekommt. Und da ich ja diesbezüglich sehr spontan bin, ist natürlich schon klar, dass ich das dann hin und wieder auch mal verändert. Also mal habe ich dann Lust, zum Beispiel so wie jetzt, mir dieses Toolkit aufzubauen und hier die Steinchen schon hier in die Schiffchen reinzuschütten. Mal habe ich dann dafür aber keine Lust und stellen mir, wie gesagt, so eine komplette Schublade auf den Tisch. Ich meine, dass viele von euch nach Symbolen sortieren und ich habe das dann auch teilweise mal so gemacht, aber das hat sich dann verloren, dass ich auch innerhalb meiner Themenschublade habe ich das auch früher nach Farben sortiert. Dann war mir das aber beim Zurücksortieren, war mir das irgendwann ja so ein bisschen lästig und dann ging es mir nicht so schnell und deswegen stelle ich die halt dann irgendwie halt rein. Hauptsache, sie sind in der richtigen Schublade drin. Was ich auch noch gemacht habe, und zwar als das Bild angekommen ist, da war ja noch an der Leinwand diese große, große Legende, die habe ich mir dann abgeschnitten und habe, weil ich mich dann trotzdem, wenn du den ganzen Tag, gefühlt den ganzen Tag Josephine Wall paintest, siehst du irgendwann nichts mehr. Und wenn ich dann ein Symbol suche und es ist vermeintlich nicht in der richtigen Schublade drin, was ja gar nicht sein kann, ja, weil ich das ja vorsortiert habe und dann auch wieder akkurat wieder einsortiere, aber ich bin einfach betriebsblind, man sieht es nicht mehr. Kam ich dann auf die Idee, mir auf der Leinwand diese Abkürzungen zu schreiben, in welcher Themenschublade das zu finden ist. Und tatsächlich habe ich letztens, was habe ich gesucht? Leute, ich habe bestimmt eine Viertelstunde nach dem Symbol gesucht. Irgendwann konnte ich nicht mehr. Dann habe ich meinen Sohn gerufen, habe gesagt, bitte, guck mal hier drauf, ob du das nicht findest. So nach 10 Sekunden sagt er, Mama, da ist es doch. Und dann wusste ich genau, okay, es ist in der Haushaltsschublade. Und dann war es da auch drin. Also so ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr das auch so unterteilt wie ich nach Symbolik, nutzt diese Leinwand und investiert da so ein bisschen Zeit und schreibt euch das nochmal hinten dran. Das hilft vor allen Dingen dann, wenn ihr nichts mehr seht und jemand Außenstehendes mal drauf guckt, die sehen das dann sofort. Und dann geht es ja auch wieder weiter. Und ja, ich habe dann gestern, habe ich euch ja auch die Bilder geschickt vom Garten und
Also vielen Dank nochmal. Es kam ja eine schöne Resonanz auf die Gartenbilder und ich muss da wirklich sagen, also mein Mann ist da wahnsinnig fleißig, was den Garten anbelangt. Also wir sind ja in einer Schrebergartenanlage und dann wurden wir auch angehalten, zwei größere Büsche zu entfernen, weil das auch unter anderem zu sehr auf den Weg rausgeragt hat, was ich jetzt nicht, mir war das jetzt nicht bewusst. Ich fand es auch nicht schlimm, aber wahrscheinlich haben die gedacht, oh, wenn das jetzt noch 5 Jahre wächst, ist das nicht so doll. Also haben wir die rausmachen müssen und haben dann, das war dann so meine Idee, dann Pflanzensteine in einer gewissen Form zu setzen, um die natürlich dann schön zu bepflanzen. Und von den Büschen hatten wir zwei. Das war vorne am Garteneingang zum Weg hin und einmal einer, der ja eigentlich ein Schattenspender war, weil wir haben ja auch noch ein kleines Häuschen draufstehen. Und dann hat mein Mann gesagt, weißt du was, wir machen das auch weg. Und ich war erst nicht so dafür und habe dann gesagt, okay, machen was weg. Und es ist viel offener, es ist freundlicher, es ja, man kann jetzt wieder neue Pflänzchen setzen. Und das ist so schön. Das sind, glaube ich, 450 Quadratmeter. Also wir haben auch hinterm Haus noch eine Fläche, wir haben auch hinterm Haus noch so eine Böschung, die sich dann einige Meter zieht, vielleicht so 15 Meter oder so, ist da eine Böschung. Und die haben wir relativ wild gehalten. Also da wächst wahnsinnig viel Efeu und Wildpflanzen, Wildblumen. Da haben wir dann auch einen Steingarten angelegt, aber jetzt nicht nach einem besonderen Muster. Wir haben einfach Steinplatten so ein bisschen versetzt, die auch teilweise so ein bisschen nach Schiefer aussehen. So einfach übereinander gestapelt, ziemlich willkürlich, wie so eine kleine Mauer sieht das aus. Dies geht aber vielleicht gerade mal 1,5 Meter. Und seitdem wir das gemacht haben, haben wir Eidechsen im Garten. Und das freut mich so, weil ich auf jeden Fall, mir war wichtig, dass wir auch einen Naturgarten haben irgendwo, eben für die Natur, für die Tiere, weil das alles so wichtig ist, ja. Und nach vorne raus natürlich dann den schönen Rasen, den wir jetzt auch momentan wieder uns ein bisschen hochziehen, damit er schön aussieht, bevor dann eventuell der sehr heiße, trockene Sommer kommt. Dann sieht auch der Rasen ziemlich vergilbt aus, aber das lässt sich nicht ändern. Und dann haben wir natürlich auch unsere Blumenbeete und wir haben einen kleinen Kräutergarten und wir haben relativ viel Obst. Und jetzt überlegen wir uns, dass wir wieder Tomaten und Zucchini pflanzen und ja, mal schauen, eventuell noch Landgurken, dass wir die reinmachen, Peperoni, Paprika, ja, sowas in der Art. Und da freue ich mich sehr. Also, und ich finde diese Jahreszeit, obwohl der April sehr mild ist, zum Ende hin jetzt, sagen wir mal Ende April, Mai, Juni, finde ich die schönste Gartenzeit. Es ist angenehm zu arbeiten, es ist nicht zu heiß und dann sollte man auch soweit fertig sein. Also man sollte den Mai und Anfang Juni wirklich nutzen, um im Garten viel zu arbeiten. Und wenn dann die heißen Sommermonate kommt, die kann man dann nutzen, um zu ernten, um sich einfach auszuruhen, um den Garten zu genießen. Wobei ich dann eher jemand bin, der hingeht, wenn die Sonne nicht mehr so knallt vom Himmel. Dann gehe ich eventuell raus, wenn es so, ja, 17, 18 Uhr oder so. Ich habe mir so einen leckeren kalten Kaba gemacht. So lecker. Und heute Morgen habe ich Hackfleischblätterteigtaschen gemacht. Die nehmen wir dann auch nachher mit in den Garten, als kleinen Mittagssnack sozusagen. Und habe ich mir überlegt, bevor ich jetzt rausfahre, painte ich noch ein bisschen und werde mir natürlich nachher mein Rundstickbild mitnehmen. Das ist schon so ein kleines Ritual für mich. Also wenn ich weiß, ich gehe in den Garten, dann schnappe ich mir dieses schöne Rundstickbild mit dem Blumenmotiv und
Ja, das ist einfach. Und wenn ich nur, ich glaube, ich habe gestern, ich weiß nicht, wie viele Perlen habe ich denn gestickt, vielleicht 20 oder so. Also, das kommt dann auch drauf an. Ich nehme mir ja da nicht vor, ich setze mich jetzt stur 3 Stunden hin und sticke nur, sondern natürlich im Garten. Ja, da gibt es was zu tun. Du läufst dann ein bisschen rum, dann zupfst du hier, dann macht man hier was weg und ja. Und wenn man dann lustig ist, dann setzt man sich hin und stickt wieder ein paar Perlen, dann steht man wieder auf und mal gucken, wie es heute ist. Vielleicht sticke ich heute ein bisschen mehr. Wer weiß, mein Mann hat mir eigentlich einen Arbeitsauftrag gegeben. Und dann habe ich gesagt, nö, heute ist Sonntag. Da schaffe ich nichts im Garten. Der Arme, der ist so fleißig und der ackert die ganze Zeit und dann sagt er zu mir, da. Das könnte ich mal machen. Ich so, nö. Aber da ist er auch gar nicht böse. Das ist schön. So. Und ich glaube, ich bin mit den Pfeilen so weit hier durch, wie ich sehe. Dann könnte ich eigentlich mir die nächste Themenschublade rausholen. Also, wie geht ihr so vor beim Painten? Also ich gehe ganz stark nach dem Symbol, was mich so anspricht. Und das ist tatsächlich so. Ich habe letztens dieses tolle Video gesehen von der lieben Heidi von Craft and Wedding. Und zwar hat sie gezeigt, ich habe mir aber erst den ersten Teil angesehen, wie man sich Bilder selber pixelt. Also ich muss mir das noch mal ganz genau anschauen, weil ich würde das so gern mal mit diesem Programm ausprobieren. Und da fand ich das so faszinierend, wie man sich dann selber die Symbole festlegen kann. Und da hat sie vollkommen recht. Alles, was so schwarz ist, das sieht man mehr. Und es geht mir hier genauso. Also die Pfeile waren alle schwarz. Und jetzt sehe ich, ich hole euch mal ein bisschen weiter her, damit ihr das sehen könnt. Zum Beispiel dieses Symbol hier, diese Klammer mit dem Pünktchen drin oder dieses Hashtag-Zeichen. Ne? Das sieht man mehr als diese helleren Sachen. Wobei der Druck, ja, bei Josephine Wohl, der Druck ist mega. Also da gibt es gar nichts zu meckern. Das ist jetzt nur als Beispiel. Und das ist nur als Beispiel gedacht. Aber es ist tatsächlich so. Und deswegen sagen mir jetzt in dem Moment diese schwarzen Zeichen tatsächlich mehr zu. Zum Beispiel sehe ich hier ist dieser Anker. Wie gesagt, die Klammer mit dem Punkt drin, das Hashtag-Zeichen. Dann habe ich hier auch ganz, ganz viele Strichsymbole. Also ein Strich von links unten nach rechts oben, dann seitenverkehrt, dann waagrecht, dann senkrecht. Es hat mich total fasziniert bei dem Video von der Heidi. Also ich glaube, das würde ich auch mal gerne machen. Mir ein eigenes Bild zusammenstellen, pixeln. Oh, Wahnsinn. Also das ist noch mal so eine Königsdisziplin, wo ich sage so, boah, also wenn man sowas kann, hat man es geschafft. Wirklich. Also das ist schon mega. Heidi, danke für deine tollen Videos. So, jetzt werde ich auf jeden Fall mal hier jetzt meine Steinchen zurückschicken. So. Oh, da hat sich eins. Na komm, du musst aber mit. Draußen bleiben ist keine Option. Ich mag auch diese Pinzette total, ne? Ich habe mir tatsächlich hier so einen kleinen Schaumstoffring noch drum gemacht, weil ohne Ring ist die mir zu breit und komischerweise, wenn die sich so weit öffnet, ich weiß, es ist jetzt total bescheuert, wenn die sich so weit öffnet, ich muss sie ja eh zusammendrücken, aber es ist schon so oft vorgekommen, dass ich mich in den Finger piekse, weil die ist ja mega spitz. Also das Ding ist echt eine Waffe, ne?
aber ich liebe sie. Und ich habe letztens auch geübt, dann komme ich jetzt nochmal auf die liebe Heidi zu sprechen. Ich habe das mal probiert, drei Steine mit der Pinzette auf einmal aufzunehmen. Das klappt aber tatsächlich nicht mit allen Steinen, ne? Also wenn die so ein bisschen, ich weiß nicht, so kleine Nasen haben, die man mit bloßem Auge, sage ich jetzt mal, nicht so wahrnimmt. Das ist aber bei dem, ist es mir jetzt noch nicht so aufgefallen, aber bei anderen Bildern, ich mache ja nebenher auch noch dieses Musical-Motiv und die Schöne und das Biest, da sind die Steine ja auch mega, ja. Aber da sind auch schon mal so kleine Näschen dran, dann funktioniert es nicht. Ja, und hier bei Josephine Wall hat man einfach zu viel Konfetti. Da hat man keine Möglichkeit, drei Steine aufzunehmen. Hier war es tatsächlich teilweise, aber da habe ich mich dann nicht getraut. Da habe ich dann tatsächlich meinen geliebten, heißgeliebten Dreifachsetzer benutzt. Oh, den liebe ich ja über alles. So, dann kommen die wieder zurück in die Pfeilekiste. So, und meine Lieben, was meint ihr? Ich werde jetzt weitermachen mit diesen Strichen, die in verschiedene Richtungen gehen. Was meint ihr? In welcher Schublade könnte das denn drin sein? Ist das in der Buchstaben, Zahlen, Kreise Schublade? Nein. Ist das in der Mensch, Natur, Essen und Kreuze Schublade? Nein, sondern Striche sind wo? Natürlich da, wo Striche sind. Hier sind Striche. Nebendran sind alle U's und da hinten dran sind die Quadrate. So, und ich nehme mir jetzt raus. Ich brauche einmal das hier. Ich brauche einmal das hier. Ich brauche einmal das hier. So, und weil ja vier dieser Becherchen in mein Toolkit reinpassen, werde ich mir jetzt noch mal was aussuchen, ein Strich, und zwar, das war, glaube ich, ganz viele auch hier mit diesen dreien. So. Dann fangen wir mal an. Ich schütte mir das hier rein, verschließe den Deckel wieder und stelle das hier in die dazugehörige Mulde. Wisst ihr eigentlich, dass ich den Phönix noch von der Josephine Wall habe? Der steht tatsächlich nicht ausgepackt im Wohnzimmer hier bei mir, aber ich habe letztens reingespickelt, weil ich mal gehört habe, dass Diamond Painting Deutschland ab und zu mal die Symbole ändert. Und ich so, jetzt habe ich so viele Medizinbecher, was mache ich, wenn die jetzt beim Phönix die Symbole geändert haben? Und sie sind aber gleich. Das heißt, ich kann auf jeden Fall dann mit den Medizinbechern die nächsten 10 Jahre weiterarbeiten. So, und dann wirbel ich das hier so ein bisschen durcheinander, damit sich die Steine so ein bisschen legen, damit ich die besser aufnehmen kann. Und dann kann das auch beruhigt hier drin stehen bleiben. Den ganzen Tag, mir auch die ganze Woche, bis ich das fertig gepaintet habe. Und wie gesagt, mein Bestreben ist halt, dass ich mir dann eventuell eins oder zwei Kit-Tools weiterhin nebeneinander stelle, dann habe ich mehr Möglichkeiten, mir die gleichzeitig zu nehmen. So, ihr Lieben, noch was, was ich gemacht habe. Ich habe hier ein Lineal, 30 cm. Habe mir das aber hier mit Textilklebeband ein bisschen blickdichter gemacht, weil ich da auch total variiere in meiner Arbeitstechnik. Entweder ich gehe tatsächlich Reihe für Reihe durch. Ich habe es deswegen abgeklebt, weil mich das sonst irritiert, weil ich ja dann sehe, was unten drunter so hoch scheint. Und das wollte ich mir gerne optisch ein bisschen besser abgrenzen und habe deswegen das Lineal einfach zugeklebt. So, entweder ich arbeite dann Reihe nach Reihe
Oder es ist ja immer so schön unterteilt, ja, immer so in diese Fünferreihen. Nach jeder Fünferreihe kommt ja so ein etwas dickerer schwarzer Strich auf der Leinwand. Entweder arbeite ich also in diesen fünf Kästchenreihen, sage ich jetzt mal, und painte dann aus diesem Tool raus, was ich gerade so entdecke. Also, das ist eigentlich so meine Arbeitsweise. Und wenn ich dann vermeintlich alles durchgearbeitet habe mit den Symbolen, die ich mir rausgesucht habe, dann kommt meine Geheimwaffe. Eine Lupe. Ja, und dann sitze ich hier, und dann wird alles durchgeguckt. Und glaubt ihr, es ist jedes Mal, wenn ich denke, ich wäre mit einer Symbolik komplett fertig und sortiere mein Tool neu. Jedes Mal ist mindestens ein Kästchen dabei, was ich übersehen habe, trotz Lupe. Ist das bei euch auch so? Wahnsinn! Also, das ist so witzig. Und ich denke jedes Mal, na, also diesmal ist es mir jetzt nicht passiert. Doch, es passiert. Und letztens war ich hier mit diesem Feld hier nebendran fertig, also links von mir jetzt, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Und da hatte ich sogar ein Steinchen vergessen. Und saß da auch mit der Lupe und habe geguckt, ob ich nichts vergessen habe. Und wie ich mein neues Feld aufgedeckt habe, merke ich so, oh, da links oben, da fehlt ein Stein. Also es ist wirklich. Man muss trotz alledem, ja, finde ich, hochkonzentriert arbeiten. Und das finde ich auch so toll. Egal, ob das jetzt beim Perlensticken ist, beim Kreuzsticken. Beim Diamond Painting, man konzentriert sich auf das, was man gerade macht. Natürlich kann man nebenher noch ein Hörspiel hören. Natürlich kann man nebenher auch noch ein bisschen Netflix gucken. Natürlich kann man auch nebenher YouTube-Filmchen anschauen oder zuhören. Aber man fokussiert sich. Die Gedanken, ja, vielleicht kennt ihr das, Gedankenkarussell, Kopfkino, das dreht sich langsamer, die Themen blenden sich aus, die man vielleicht nicht unbedingt denken möchte. Und man fokussiert sich auf das, was gerade hier passiert. Und dabei entspanne ich mich mega gut. Und ich glaube, es geht vielen von euch so. Und ich glaube, das ist eines der kleinen Geheimnisse von diesem wunderbaren Hobby. Eigentlich ist es wie Therapie. Sagen wir es so, wie es ist. Es ist wie eine Therapie. Und gerade in diesen schwierigen Zeiten, glaube ich, braucht man das jetzt umso mehr, dass man wirklich das Gefühl hat, man tut sich was Gutes, man entschleunigt. Und man hat dann auch hinterher ein wunderschönes Ergebnis. Es ist ja nicht so, dass du das paintest und hinterher schmeißt es in die Tonne. Nee, du kannst stolz sein auf das, was du gemacht hast. Und das gilt im Prinzip für alles, was man selber erschaffen kann oder fertigstellt. Diese Wertschätzung, ne, an sich selber, an sein Produkt. Und wenn man das dann eventuell noch an jemanden verschenkt, der das auch zu schätzen weiß, ach, da kommt die Freude ja nochmal doppelt ins eigene Herz. Das ist einfach toll. So, jetzt paint ich mit euch noch hier die Striche in dieser Region und dann werde ich mich tatsächlich für den Garten fertig machen. So, da haben wir hier, haben wir noch und hier auch. Und es ist einfach wunderschön, weil es ist wirklich so, dass durch das Diamantenlegen es so einen 3D-Effekt bekommt, ne? Man sieht natürlich auf der Leinwand das Motiv, also rein theoretisch könnte man sich ja auch die Leinwand einfach so einrahmen und aufhängen. Aber sobald diese Steinchen draufkommen, ist es einfach von der Farbe her, ist es unglaublich. Und die Farben, die auch hier, guck
guckt euch das mal an, die Farben, die hier sind. Ich weiß, ihr könnt es jetzt, weil es auch ein bisschen dunkler ist, jetzt hier bei mir, nicht wirklich erkennen. Es ist eine wunderschöne Himbeerfarbe. Also das ist, oh, und auch, das ist auch wie so eine Farbtherapie durch diese schönen Farben hier. Und ja, also es ist wunderbar. Vielleicht hat das auch was mit dem Frühling zu tun, dass ich jetzt auch wirklich so mich so erfreue, so ergötze an diesen wunderschönen hellen Farben, die hier auf dem Bild drauf sind. So, jetzt sind es nur noch, ich glaube, zwei Stück. Und dann werde ich mich verabschieden und werde dann heute einen schönen Sonntag im Garten haben. Und wünsche euch allen da draußen auf jeden Fall einen wunderschönen Sonntag. Und wer keinen Garten hat, ich hoffe, ihr habt einen Balkon, wo ihr euch raussetzen könnt. Wer auch keinen Balkon hat, dem kann ich wirklich empfehlen, packt irgendwas Kleines zum Handarbeiten ein, nehmt euch was zum Trinken mit, noch was zum Essen, macht ein kleines Picknick, setzt euch irgendwo schön, irgendwo auf eine Wiese oder auf eine Bank, wenn das natürlich Corona-bedingt erlaubt ist, oder auf vielleicht auf einen Spielplatz irgendwo oder einfach, wo es auch so ein bisschen, wo man so ein bisschen in die Natur gehen kann. Und ja, tut euch was Gutes heute, genießt das wunderschöne Wetter und bleibt bitte alle gesund, passt gut auf euch auf und viel Spaß weiterhin bei euren Handarbeiten. Tschüss, eure Sabrina.